Energiewende hier, Ökostrom da und überall die tollen Versprechen der Konzerne und PolitikerInnen, dass wir die Welt damit retten können. Doch ganz so easy peasy ist es leider nicht. Es gibt einen ganzen Dschungel an unterschiedlichen Ökostromangeboten, die alle verlockend klingen, aber nicht selten auch in die Irre führen. Aber wenn man ein paar Hintergründe kennt, lichtet sich das Dickicht. Bei Ökostrom geht's darum, was mit deinem Geld gemacht wird und nicht, woher dein Strom aus der Steckdose kommt. Der kommt aus physikalischen Gründen so oder so von der nächstgelegenen Energiequelle. Aber mit der Auswahl deines Anbieters kannst du einiges bewirken. Ökostrom beziehen bedeutet erst einmal, dass die gleiche Menge Strom, die du verbrauchst, irgendwo aus erneuerbaren Energien ins Stromnetz kommt. Mit Hilfe von sogenannten Herkunftsnachweisen wird dabei sichergestellt, dass für deinen Energieverbrauch von, sagen wir mal, 3000 Kilowattstunden pro Jahr auch wirklich 3000 Kilowattstunden aus erneuerbaren Energiequellen produziert und eingespeist werden. Soweit so grün. Aber das kann leider trotzdem heißen, dass du mit dem Ökostromtarif deiner Wohnung unbeabsichtigt doch noch dreckige Kohlekraftwerke unterstützt. Zum Beispiel, wenn du den vermeintlichen Ökostrom bei einem der großen Anbieter beziehst, der klimaschädliche Kraftwerke betreibt und mit seiner Geschäftspolitik die Energiewende aktiv blockiert. Oder du hast einen Tarif bei einem Anbieter, der seinen Strom selber bei Kraftwerksbetreibern einkauft, die auch Kohle-, Gas- oder Atomkraftwerke betreiben. Vielleicht kauft der Anbieter auch an der sogenannten Strombörse ein, bei der nur anonymer Graustrom gehandelt wird und kauft die Herkunftsnachweise für seine Ökostromtarife ganz separat ein. In all diesen Fällen läufst du Gefahr, dass dein Geld direkt oder indirekt genau in die Kraftwerke fließt, die du abschalten willst. Böse Zungen würden solche Modelle Greenwashing nennen. Mit ein paar einfachen Tipps kannst du aber trotzdem den guten Ökostrom herausfiltern. Und Robinhood hilft dir dabei. Check unseren Ökostrom-Report. Da haben wir 1200 Anbieter untersucht und können dir zumindest 12 Ökostrom-Anbieter uneingeschränkt empfehlen, weil sie die Wende im Energiesektor voranbringen. Die von uns empfohlenen Anbieter sind unabhängig von Kohle- und Atomkonzernen, kümmern sich um den Neubau von effizienten, erneuerbaren Energieanlagen, investieren unter anderem in Bildungsarbeit und fördern Technologien für unsere Zukunft. Damit fließt dein Geld nicht mehr in Atom und Fossile, sondern trägt zur Energiewende bei. Ökostromreport checken, Anbieter vergleichen, auf der Website des Anbieters deine Daten eingeben und sofort wechseln. Übrigens ist es auch super wichtig, dass Unternehmen zu Ökostrom wechseln. Sie sind die größten StromabnehmerInnen und tragen damit besonders zu CO2-Emissionen bei. Frag doch auch mal deinen Lieblingsladen, dein Fitnessstudio oder deine Chefin, ob sie den Ökostrom-Report von Robinhood kennen. Ökostrom wird zwar nicht unsere Welt retten, kann aber dazu beitragen, der zerstörerischen Kohle- und Atomindustrie den Geldhahn abzudrehen. Wechseln ist mit dem Ökostrom-Report total easy peasy. Gemeinsam erneuern wir die Energie.